Hallo liebe Leute, wie ich euch erzählt habe, bin ich am frühen Samstagmorgen noch einmal aufgebrochen, um Skifahren zu gehen. Ich war den ganzen Winter noch nicht Skifahren gewesen und wollte die Gelegenheit unbedingt noch einmal nutzen. Ich wollte ja eigentlich die ganze nächste Woche fahren und ich war schon sehr enttäuscht, dass wegen dem Coronavirus es genau jetzt nicht gereicht hat. Ich habe mich dann dazu entschlossen, wenigstens 2 Tage zu nutzen und bin losgefahren. Ich wusste nicht, dass sich die Ereignisse so überschlagen würden. Ich hatte eine Unterkunft in Serfaus gebucht. Serfaus ist ein riesiges Skigebiet und meiner Meinung nach wunderschön, mit vielen Möglichkeiten, vor allen Dingen auch für sogenannte Freerider, also Leute, die gern neben der Piste fahren, so wie ich es gerne mache. Ich erlebe gern kleine Abenteuer und möchte die schöne Naturlandschaft genießen. So, jetzt bin ich hier ganz allein. Ich habe die anderen Spuren verlassen, um zu queren und nicht ins Tal runterzufahren, weil ich, wie gesagt, den Zielweg nicht laufen will. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wo ich da rauskomme. Wunderschön alles. Obwohl Serfaus sehr groß ist, definiert es sich als Familienskigebiet. Also als Gebiet, wo vor allen Dingen Familien gut aufgehoben sind und wo eine gute Kinderbetreuung ist. Und es definiert sich sehr viel weniger als sogenanntes Party-Skigebiet wie Ischgl oder vielleicht auch St. Anton. Ischgl und St. Anton, da war schon am Freitag bekannt, dass Fälle aufgetreten sind und das Skigebiet war in Quarantäne. Aber ich dachte mir, Serfaus ist ja ein ruhiges Skigebiet und dort ist nichts bekannt. Jedenfalls wollte ich unbedingt noch einmal fahren und ich dachte, in Serfaus, es war ja wurde ja bekannt gegeben, dass bis Sonntag noch offen ist. Und ich dachte, Serfaus, das mache ich jetzt noch einmal. Auf dem Weg nach Serfaus kam ich im Arlberg-Skigebiet vorbei. Das ist der Verbund von Lechzürs und St. Anton und Wartschröcken. Als ich in Stuben vorbeikam, das ist ein kleiner Ort, der auch dazu gehört, sah ich, dass die Lifte nicht liefen. Ich stieg aus und fragte nach. Und die Frau sagte mir, St. Anton, da wären Corona-Fälle gewesen, deswegen wäre St. Anton geschlossen. Lechzürs würde aber noch laufen. Und ich fragte dann, wie es in Serfaus ist. Und sie sagte mir fälschlicherweise, in Serfaus, da wäre auch geschlossen worden. Ich erfuhr aber später, dass das nicht richtig ist. Ich dachte also, ich hatte mich darauf verlassen, was diese Frau gesagt hat. Und dachte in dem Moment tatsächlich, dass Serfaus zu wäre. Und so bin ich an dem Tag in Zürs gefahren, in Lechzürs. Hier ist endlich diese geile Abfahrtsroute, die ich nie fahren konnte, weil sie immer gesperrt ist. Ich bin hier zwischen lauter Latschen, sieht man hier nicht so. Da unten ist die Straße, sieht jetzt nicht so toll aus. Aber diese Abfahrtsroute ist der Wahnsinn. Ich bin dann nach Serfaus weiter nach dem Skifahren und habe mich am nächsten Tag darauf gefreut, in Serfaus noch fahren zu können. Aber weil die ganzen Mitarbeiter, die hatten schon Angst, also im Laufe des Samstags haben sich die Ereignisse überschlagen. Da hatten die ganzen Mitarbeiter Angst, dass sie nicht mehr über die Grenze kommen. Und deswegen wurde dann plötzlich am Samstag um 9 Uhr abends wurde dann bekannt gegeben, dass in Serfaus die Pisten nicht mehr aufmachen am Sonntag und dass der Betrieb geschlossen ist. Als ich heute Morgen in Serfaus gefahren bin, es war gespenstisch. Es war wunderschönes Wetter und es tat weh, die schönen sonnenbeschienenen Hänge zu sehen, auf denen eigentlich hätte Skifahren wollen und dass ich jetzt nach Hause fahren musste, anstatt Skifahren zu gehen. Das war richtig bitter und es war auch gespenstisch. Als ich von Zürs nach Serfaus gefahren bin am Samstagabend, musste ich durch St. Anton durch und wie ihr vielleicht gelesen habt, St. Anton ist in Quarantäne. Ich bin da also an einem Polizisten vorbeigekommen, der hat mich angehalten, hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt und ich habe die Anweisung bekommen, ich darf nicht aussteigen. Und am anderen Ortsende, ich bin dann durch St. Anton durchgefahren
Und am anderen Ende musste ich dann diesen Zettel wieder abgeben. Die Straßen waren alle komplett leer. Und ich habe eine ORF-Moderatorin gesehen, die dann irgendwas erzählt hat von der Kamera. Ich habe mit dem Bürgermeister im Ort telefoniert. Der hat gemeint, die Stimmung ist schon bedrückt im Ort. Es ist sehr ruhig, es ist fast eine Geisterstimmung. Und man hat das Gefühl, die Zeit ist dort von einem Moment auf den anderen, nämlich gestern um kurz vor 14 Uhr, wirklich stehen geblieben. Die Straßen waren komplett leer. Und ich kam dann an, übermüdet. Und am nächsten Morgen dann die Nachricht, es wird nichts. Die Mitarbeiterin, die Gastwirtin hat mir noch erzählt, sie hat mit einer Bekannten aus St. Anton telefoniert, die dort auch vermietet. Und die hat dann erzählt, ja, mit dem Coronavirus, die hätten es vielleicht auch unterschätzt. Aber die Leute, die da jetzt wären, die würden ganz schön husten. Das wäre schon nicht so harmlos. Das hat sie erzählt. Tja, während ich weg war, haben sich ja auch in den anderen Ländern die Ereignisse überschlagen. Eigentlich sollte ja am Montag, sollten die Leute in Ruhe heimfahren. Und jetzt ist es so, dass am Montag schon in Deutschland die Grenze zugemacht hat. Und da musste ich dann auch noch über ein paar Dinge nachdenken. Wie man sieht, es funktioniert jetzt alles reibungslos. Die Grenze ist geschlossen worden, das ging plötzlich ganz fix. Das heißt ganz fix, es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, es wäre viel besser gewesen, schon vor ein paar Wochen das zu machen, so wie man es jetzt macht. Dann hätte man mit Corona viel weniger Probleme, als es jetzt der Fall ist. Und wenn man gleich die Grenzen zugemacht hätte, dann wäre es viel einfacher gewesen, das zu handhaben. Bei der Flüchtlingskrise 2015 war es auch so, dass ich am Anfang gesagt habe, die Zustände in Syrien, wir haben eine Mitschuld, überhaupt im Nahen Osten, so wie die Zustände sind, durch unser Handeln, so wie wir die Sache in Syrien gehandhabt haben, wie wir die Politik in Syrien gehandhabt haben, da haben wir eine Mitschuld und deswegen müssen wir auch Flüchtlinge aufnehmen. Das heißt, ich war 2015 dafür, Leute aufzunehmen und ich bin ja generell auch jemand, der Meinung ist, dass man Migranten, das sind ja eigentlich auch arme Leute, dass man denen eine Chance gibt. Es ist aber nun so, dass dieser Zustand, wo man sagen kann, naja gut, wie jetzt mit dem Corona, es geht jetzt ein paar Wochen und aber dann hätte die Grenze geschlossen werden müssen. Oder zumindest man hätte dann die Kontrolle bekommen müssen, so wie man es jetzt beim Coronavirus macht. Und jetzt, wie man sieht, es funktioniert alles. Als ich nach Hause gefahren bin, da standen auch schon Polizisten auf der Straße, haben geguckt, ob ich irgendwie huste, haben in jedes Auto reingeguckt, ob die Leute irgendwie in Ordnung sind. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt stark gehustet hätte, hätten sie mich rausgewunken, hätte ich was ausfüllen müssen, hätte meine Personalien abgeben müssen. Es hat alles bestens funktioniert. Und daran erkennt man, finde ich sehr gut, die Absicht, dass es 2015 nicht geklappt hat. Und dass wirklich ein großer Kreis diese unkontrollierte Einwanderung wollen. Sie wollen es unkontrolliert. Sie wollen genau diesen Zustand, ja, diesen, kann man schon sagen, diesen anarchischen Zustand, dass Leute ungehindert über die Grenze kommen. Und das wurde ja in den Medien bei uns auch nicht so berichtet. Aber ich denke, dieser anarchische Zustand, das hat in England auch den Ausschlag gegeben, dass man aus der EU austreten will. Viele in Deutschland denken ja nach Berichterstattung der Medien, hä, sind die Briten blöd? Wieso treten die aus? Und diese ganzen Gründe, die dafür sprechen, die werden zu klein gehalten. Und das ist so ein Grund. Jedenfalls wurde für mich jetzt richtig offensichtlich, wie gewollt die unkontrollierte Zuwanderung ist. Da passt alles zusammen. Dieses Abkommen mit Erdogan, das jetzt Erdogan angeblich gebrochen hat. Tino Chrupalla machte bei Maischberger die Andeutung, ob gar nicht sicher ist, dass Erdogan den Vertrag gebrochen hat, sondern ob nicht die EU den Vertrag gebrochen hat. Es wurden Deals gemacht mit Erdogan in der Türkei, die wahrscheinlich nichts gebracht haben. Ich weiß auch nicht, wer dort noch die Absprachen auch nicht eingehalten hat. Ich will jetzt nicht nur über Herrn Erdogan herziehen und sagen, dass er sich nicht daran gehalten hat. Wir wissen nicht, ob die Europäische Union sich an alle Absprachen gehalten hat, wo die Transfergelder auch hingegangen sind. Ich weiß nicht genau, was dahinter ist und ich hätte mich gefreut, wenn er mehr dazu gesagt hätte. Aber es würde mich überhaupt nicht überraschen, weil es passt zu allem dazu. Ich kann mir vorstellen, dass insgeheim die EU Erdogan provoziert hat und in Wahrheit die EU verantwortlich ist, dass jetzt die Grenzen wieder offen sind. Wahrscheinlich war es von vornherein so geplant. Man hat also die Grenzen absichtlich nicht zugemacht, man hat Österreich beschimpft und die ganzen anderen Leute, die Grenze zugemacht haben, die sich unabhängig gemacht haben von der Türkei. Man wollte genau diese Abhängigkeit vom Erdogan, dass man dann nachher Erdogan provozieren kann
Und dann sagen kann, ha, der böse Erdogan, jetzt kommen wieder die Flüchtlinge, die Migranten eher gesagt. Wir konnten ja nichts machen. Erdogan, der böse Diktator, er ist schuld, dass jetzt wieder die ganzen Moslems ins Land kommen. Es ist für mich eindeutig erkennbar, dass der Wille da ist. Da passt alles zusammen. Auch der Migrationspakt, der ja auch diese Einwanderung fordert und der auch negative Berichterstattung im Grunde auch verboten hat, indirekt. Da passt alles zusammen, dass hier breite Kreise eine unkontrollierte Zuwanderung aus dem muslimischen Raum wollen. Da ist es natürlich wieder klar, warum wollen sie das? Sie wollen diese Leute langfristig als Wahlhelfer haben. Sie wollen, dass sie an der Urne Grünen und SPD wählen. Und dass sie so dann, dass der Islam sich hier etablieren kann. Ich habe ja schon tausendmal die ganzen Islam-Zitate hier eingeführt, wie problematisch diese Religion ist. Und da möchte ich auch nochmal betonen, ich mache den Menschen nicht den Vorwurf, die in dieser Religion aufwachsen. Und man soll nie verallgemeinern. Nie dürfen wir den Fehler machen, zu verallgemeinern. Die Leute aus dem Orient, die sind genauso unterschiedlich wie wir hier. Da gibt es natürlich viele Verbrecher. Da gibt es vielleicht im Durchschnitt sogar mehr Verbrecher als hier. Das mag alles sein. Aber es kommen natürlich, ich kenne die nettesten Leute. Und zwar wirklich loyale, nette Leute aus dem Orient. Nehmen wir als Beispiel Feroz Khan, der hat ja auch Wurzeln aus dem Orient. Und das sind Leute, die sich zum Teil mehr für Deutschland einsetzen als ganz viele Deutsche. Trotzdem ist es natürlich so, dass aus diesem Raum viele Leute kommen, die keine demokratischen Absichten haben, sage ich mal so. Die Verbrecher sind. Dadurch, dass nicht kontrolliert wird, können natürlich genau solche Leute reinkommen und sich hier festsetzen. Wer drin ist, ist drin. Das ist ganz realistisch so zu sehen. Wer einmal drin ist, der wird nicht mehr abgeschoben, realistisch. Da werden ein paar Leute abgeschoben. Da werden im Grunde auch nur die Leute abgeschoben, die ehrlich sind und die sich nicht verstecken. Jedenfalls durch das Coronavirus ist jetzt die Flüchtlings-, die Einwanderungswelle schlagartig gestoppt. Jetzt sieht man mal, wie einfach das geht, wie einfach das gehen kann. Und es wird umso offensichtlicher, wie gewollt es war, dass es vorher nicht geklappt hat. An allen Ecken und Enden. Ich habe jetzt ein paar Dinge aufgezählt. Euch fallen bestimmt noch viel mehr Dinge ein, die ich jetzt nicht erwähnt habe, woran man sehen kann, dass die Einwanderung gewollt ist. Die unkontrollierte Einwanderung gewollt ist. Wie gesagt, ich bin ja dafür, Leuten eine Chance zu geben. Aber das muss natürlich alles irgendwie kontrolliert sein, dass man weiß, wer hier irgendwie reinkommen kann und wer nicht. Und nicht, dass einfach massenweise irgendwer hier ins Land kommt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.